und hinter mir ist Felix. Und wir werden zusammen die Pferdetour für eine lebendige Landwirtschaft und Pferdearbeit machen. Und dabei geht es darum, ja, Betriebe zu besuchen, die Alternativen in der Landwirtschaft darstellen. Also ja, einen Gegentrend setzen zu dem, was heute üblich ist, zu dem größer, schneller, mehr, zu den Monokulturen, Gentechnik, Pestizide und so weiter alles dazugehören, Verarmung der Biodiversität. Und bei der Tour geht es darum, also aufzuzeigen, dass es anders geht oder gehen kann. Deswegen fahren wir mit vier Hufen und einer Kutsche, auf der dann ich und das Pferdegerät sind, das wir mitnehmen, und vielleicht auch verschiedene Mitfahrer. Besuchen wir verschiedene Betriebe und möchten positive Beispiele sozusagen miteinander vernetzen. Weiterhin ist uns auch ein Anliegen, die Pferdearbeit, ja, also weiterzubringen, könnte man sagen, indem wir also tatsächlich auf den Betrieben auch arbeiten mit Pferdegeräten. Geht es darum, dass die Betriebe herausfinden können, ob Pferdearbeit was für sie ist. Also es gibt ein großes Interesse, gerade unter den Betrieben mit solidarischer Landwirtschaft oder kleineren Gärtnereien, aber viele wissen einfach nicht mehr, wie das geht. Und die Idee ist, dass sie auf diese Weise mal ausprobieren können, wie denn das so ist, wenn mal ein Pferd auf dem Acker rumläuft. Und das Gerät bringen wir auch mit auf der Kutsche. Das ist ein modernes Pferdegerät von dem Verein Promata aus Frankreich. Weil es auch darum geht zu zeigen, dass Pferdearbeit nicht nur was für alte Menschen ist. Und, also Pferdearbeit ist eigentlich schon am Aussterben begriffen, möchte man meinen, aber so ist es eben nicht. Sondern es werden auch moderne Pferdegeräte immer noch hergestellt, und zwar auch immer mehr. Und dieses Gerät von dem Verein Promata ist so ein modernes Gerät. Das ist so gebaut, dass man verschiedenste Anbauteile dran montieren kann, je nachdem, was man machen möchte. Dämme ziehen oder auch spalten, hacken oder mit einer Fingerradhacke oder auch engen oder tiefen lockern oder je nachdem. Und dann haben die Betriebe die Möglichkeit, das einerseits die Pferdearbeit auszuprobieren und auch mit dem Gerät herum zu experimentieren, was da am besten für sie passt. Wir fahren hier am 18. Mai los und fahren bis nach Polen oder bis an die Grenze zu Polen. Da ist auch ein Betrieb, den ich besuchen möchte. Und dann machen wir uns wieder auf den Rückweg und sind dann Mitte August wieder hier. Und unterwegs besuchen wir verschiedenste Betriebe, die mehr oder weniger auf der Route liegen, beziehungsweise die Route liegt da, wo die Betriebe sind. Und deswegen fahren wir auch nicht schnurstracks geradeaus, sondern machen auch den einen oder anderen Schlenker. Wir freuen uns über Mitfahrer, und wer mitfahren möchte, kann auf der Homepage die Route sich angucken, www.pferdetour2016.de, und dort steht dann, wann welche Veranstaltungen wo sind und auch eine Nummer. Und ja, dann ist es möglich, uns zu kontaktieren und einfach mal eine Runde mitzufahren. Fährst du mit beiden Pferden oder mit einem Pferd?
Ich fahre mit dem Felix und der Oleg macht Urlaub.